Hallo und herzlich willkommen zur Lesesendung am 23. September 2011. Ja, also wie Sie merken, ich habe eine etwas raue Stimme und daher werde ich eben heute etwas Kurzes vorlesen und die Sendung auch dementsprechend kurz halten. Ich lese ein selbstgeschriebenes Gedicht im Krankenstand vor. Und da werde ich ein paar, das ist ein Gedicht in Form von einer in Form einer, eines konkreten Gedichtes. Also es wird eher so ungefähr so wie typisch Hans Jandl geschrieben hat, werde ich es auch vorlesen. Und das Gedicht heißt Im Krankenstand. Fieber. 39 Grad Fieber. Fieber. Rachenentzündung. Durchfall. Ich krepiere. Krepiere. Krepieren, krepieren, kreieren, fehlen, in der Schule fehlen. Grippe als Ausrede kreieren. Zum Onkel Doktor gehen, sich vor ihm setzen. Zieh dich aus. Box, Box, Aua. Box, Box, Aua. Fehl's auf dem Koksen, wissen's eh. Rezeptverschreibung, Parkemet, Bier, Wein, Schnaps, Kokain, Heroin, Marihuana, Scherz, gesund werden, gesund. Also, das ist, also ich hab's mal nur in einem allgemeinen Zustand beschrieben. Ich habe keine Grippe wirklich. Ich habe nur eine etwas heisere Stimme, aber ich habe halt eben aus früheren Kindheitserinnerungen war das ungefähr auch fast getroffen. Also klar, hohe Fiebertemperatur und halt Fieber, Durchfall. Schluckbeschwerden, Rachenentzündung etc. Der ganze Scheiß. Dann Schule natürlich, Entschuldigung schreiben. Und also klar, dieses Edelgerale, was ich eben auch eingebaut habe, das war einfach dieses Abhorchen. Normalerweise habe ich so nicht IA, sondern so ungefähr wie ein Esel es macht. Also ich habe das eher ein bisschen überspitzt, um es ein bisschen lustiger und spannender zu machen. Zieh dich aus, Box, Box, Aua, das ist auch ein bisschen übertrieben. Der Arzt hat nicht seinen Boxhandschuh genommen und mich mehr oder weniger als Punching Ball betrachtet. Sondern er hat nur so leicht mit seinen Fingern an meinem Rücken so rumgetatschelt. Viel saufen, koksen, wissen Sie eh, das ist fast getroffen. Aber verschreibt auch Alkohol, da kann man auch saufen, auch gerecht hinschreiben, also saufen. Für die Nicht-Österreicher mal kurz erklärt, Saufen ist das Wienerische oder vielleicht auch schon im ganz Österreich verbreiteten Raum, also Tirolerisch, Steirisch etc. Saufen ist Alkohol trinken. Und Koksen. Also Medizin ist nicht unbedingt immer ein Heilmittel. Es kann auch als Gift betrachtet werden.
Und es gibt auch einen berühmten Spruch: Mit Medizin dauert die Heilung eine Woche und ohne Medizin 7 Tage. Also, aber Medizin kann ja im gewissen Maße auch bei der Heilung helfen. Und halt viel trinken und lutschen oder gurgeln oder sonst irgendein Schwachsinn halt. Rezeptverschreibung, die letzten Zeilen packe mit Bier, Wein, Schnaps, Kokain, Heroin, Marihuana. Das ist alles nur Witz. Oder das ist Witz gemeint. Oder gut, Packe-Meth, das kann man auch wirklich verschreiben. Das ist entzündungshemmend. Das sind so Tabletten, die man auch mit Wasser einnimmt. Haben so einen leicht vanilligen Geschmack. Und das sind so entzündungshemmende Mittel. Bier, Wein, Schnaps, halt hauptsächlich irgendwas trinken halt. Und Kokain, Heroin, Marihuana, das ist halt natürlich übertrieben, ja. Aber warum ich es halt so auch diese illegalen Drogen auch aufgeschrieben habe, ich habe was gehört. Marihuana können auch heilende Kräfte bewirken. Und ja, und sonst erscheint da irgendwelchen Schwachsinn halt her, da muss nicht unbedingt jetzt groß schreiben, wie das ganze Klumpertal so heißt, also für die Deutschen und Schweizer, wie das Zeug heißt. Klumpert ist eigentlich Zeug auf Österreichisch gesagt. Gesund werden, gesund, klar. Irgendwann ist man auch wieder gesund. Ja, und damit bedanke ich mich noch fürs Zuschauen. Das Publikum fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann, auf Wiedersehen.